Hier kommt es auf die Schnelligkeit an. Hier auf die Technik. Und hier auf dem Platz geht es natürlich darum, Spaß zu haben und sich den HSV-Scouts zu präsentieren. 200 Jungen und Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren legen sich ordentlich ins Zeug für ihren Traum vom Profifußball. Das ist so eine Sucht, das kann man nicht besser machen. Also Fußball ist das Beste. Bereits zum 16. Mal findet auf dem Gelände des SV Eichede der Young Talents Day statt. Der Stormanner Verein ist einer von 4 Kooperationspartnern des Hamburger SV in Norddeutschland und der einzige aus Schleswig-Holstein. Motto der Veranstaltung ist auch, wie du selbst behandelt werden möchtest, so gehe auch mit anderen um und versuchen neben dem Fußball, der sportlichen Betätigung sicherlich auch Werte, die man auch im Leben anwenden sollte, mitzuvermitteln. 2 Dutzend Scouts sind heute auf der Anlage am Ernst-Wagner-Stadion unterwegs. Von den 200 kleinen Kickern bekommen am Ende 10 bis 20 die Chance auf ein Probetraining, um später für den Bundesliga-Dino in den Nachwuchsmannschaften aufzulaufen. Also da gibt es nicht das eine, was irgendwie alle Spieler haben müssen, sondern wir gucken ein bisschen, was ist der einzelne Spieler oder die Spielerin für einen Typ. Die Mentalität ist da ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil der Charakter eines Spielers schon auch sehr, sehr einprägsam ist. Also wenn jemand ein Anführer ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal super. Natürlich gibt es auch fußballerisch-technische Aspekte. Wenn jemand viel dribbelt und da auch gute Tricks hat, dann ist das auch ein gutes Zeichen. Aber man kann natürlich auch mit defensiven Aktionen und mit Zweikämpfen und mit Laufbereitschaft und Bälle erobern uns auffallen. Wie schnell es gehen kann, über den Young Talents Day entdeckt zu werden, weiß Hannes Hermer. Der 19-jährige Ex-Jugendspieler des SV Eichede zeigte als kleiner Steppke hier sein Können. Mittlerweile ist er bereits 4. Torwart bei den HSV-Profis und für die Kleinen jetzt schon ein ganz großer. Ja, genau, also hier wurde ich gesichtet, durch diesen Tag wurde ich dann eingeladen zum HSV mal zum Probetraining. Und natürlich ist man an dem Tag dann so als kleiner Junge sehr aufgeregt, wenn man hier mit ganz vielen anderen zusammen Fußball spielt und weiß, dass man heute ein bisschen beobachtet wird und ja, ein bisschen was für seine Zukunft machen kann. Jedes der Teams wird von Jugendspielern und Trainern des SV Eichede betreut. Weiter so, kommt! Schießen! Toni Hebold spielt selbst mit der Eicheder U17 in der B-Jugend-Regionalliga. Wir kümmern uns um die Kinder, sorgen dafür, dass alle ungefähr gleich spielen, sich beweisen können und dass sie motivieren, sie ihr Bestes zu geben. Insgesamt werden heute 11 kleine Kicker zu weiteren Sichtungsmaßnahmen des Hamburger SV eingeladen. Mats ist nicht mit dabei, doch seinen Traum vom Profifußball verfolgt er natürlich weiter. Dafür bringt ihm Fußball einfach viel zu viel Spaß. Also egal ist es, glaube ich, nicht, aber weitermachen einfach. Man muss weitermachen, dranbleiben. Die Freude am Fußballspielen, das hat er, da hat er richtig Bock drauf. Und was dann draus wird, das muss man sehen. Der Young Talents Day beim SV Eichede. Ein ganzer Tag voller Technik, Tore und vor allem Spaß. Und so ist am Ende eines langen Tages auch klar, hier sind heute irgendwie alle die Gewinner.